Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Fear 2 Projekt Origin. Wir waren stehen geblieben, dass wir aus der Flucht noch aus dem Krankenhaus waren. Aua. Waffen tauschen. Sturmgewehr und was war das andere? Maschinenpistole. Kann ich die auch auf Einzelschuss umstellen? Wie war das denn? Auf C oder V? X? Nein, X war Granatenwechsel. B. Okay, das ist tatsächlich Einzelschuss. Aber ich will lieber diese Schuss-Kombi haben. Christoph, du brennst. Mein Gott, wie viele Gegner kommen denn da noch? Aua. Da. Alter, wie viele kommen denn da noch? Sammeln. Zisch ab. Okay. Okay, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Die lösen sich einfach wieder so in Luft auf, wie bei der Schrotflinte in Teil 1. Aber ich glaube, die verpuffen mehr. Als die in Teil 1. Die in Teil 1 sind wirklich einfach verschwunden. So, einmal runter. Was war das denn? Irgendwas sollte ich hier wahrscheinlich sehen. Da ist das Dach links zugegangen. Oh, Kevlar, Kevlar. Schön, dass du hier auftauchst. Jetzt bist du dort, wo du hingehörst. Im Jahr. Zusammen mit dem anderen Mutanten. Wieso andere Mutanten? Ein Schuss im Kopf ist eine Gnade. Vergleiche mit dem, was alles sieht mit heute Abend vor. Wer ihn So. Okay, Aristide hatte offenbar irgendwas mit uns vor. Also scheint Herr Fist doch recht zu haben. Schön rhythmisch. Sehr gut, gefällt mir. So.
mit den anderen Mutanten. Heißt das, dass wir auch ein Mutant sind? Suchen Sie das Ventil, um den defekten Gasleitung zu schließen. Ah, da hinten ist er. Da hinten war er. Oh, der hat eine Granate geworfen. So, schauen wir uns mal hier um. Ein bisschen Medic, was ich nicht mitnehmen kann. Schrotgewehr interessiert mich nicht. Kevlar, die nehme ich natürlich mit. Ah, da. Was willst du denn? Geh mal weg. Ist schon abgedreht. Okay. Aua. Sperrfeuer. Sperrfeuer macht man ja eigentlich, glaube ich, nur um einen Stellungswechsel des, der eigenen Leute zu sicherzustellen. Zwei Verluste? Nur zwei? Ich sehe mehr als zwei Verluste. Na, da oben ist ja nur einer. Und da ist auch noch einer. Geh weg. So. Okay. Dann nachladen. Wow. 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 Okay, hier geht's weiter. Dann... Au, au, au. Au! Bin ich zu langsam? Patsch! Knockout in der dritten Runde. Sergeant Fox wurde von der gleichen grausigen Macht getötet, die ihm im Tech-Labor begegnet ist. Sie haben entdeckt, dass das Krankenhaus eine geheime unterirdische Anlage beherbergt. Arme Kim scheint die Zerstörung der Einrichtung zu forcieren. Fist Snake warnte sie, dass Almas Gegenwart Replikasoldaten aktiviert haben könnte. Sagt aber nichts genaueres dazu. Okay. Sergeant Beckett, nach meinen Signalen ist Alma schon sehr nah bei Ihnen. Sie spüren vielleicht schon Anzeichen Ihrer Gegenwart. Halluzinationen, Kopfschmerzen, sowas in der Art. Sie müssen hier standhalten. Okay, dann treffen wir jetzt bald auf Alma. Ja, sie ist auf jeden Fall ganz nah bei uns. Da ist sie.
An alle Mitarbeiter, wir werden in dieser Woche Tests der Replikasoldaten Variante 7 aufnehmen. Die Wartung ist dabei, die Stasiszelle der Variante 6 auszutauschen und für den Abtransport nach Still Island bereit zu machen. Wie bei jeder neuen Replikaversion sollte keine scharfe Munition ausgegeben werden, bis die Analyse der telestetischen Signalinterferenzen abgeschlossen ist, was hoffentlich bis spätestens Dienstagmorgen erledigt ist. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, werden Dr. Alden oder ich selbst die Freigabe erteilen. Okay, dann nehmen wir mal das Medic hier mit. Kann ich... Hi! Hat die mich da die ganze Zeit angeglotzt? Ja, schon ein bisschen pervers. Wow, 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 wow! Eieieiei, die hat's aber... Die geht aber ran hier. Okay, muss ich gerade das Mausrad drücken. Alma? Alma? Nein, aus, Alma! Oh, nee, hier komme ich nicht durch. Ich gehe mal weiter. Das habe ich nicht gesehen. Ich bin im Kreis gelaufen. Das gefällt mir nicht. Ich gehe zurück. Ich war zwar am Anfang, aber ich gehe zurück. Muss ich hier vielleicht doch rein? Ach ja, stimmt. Hier ist ja eine Blutlache. Deshalb muss ich ja hier rein. Die begehrt mich also. Ja, ich habe ja auch unglaublich viel Sexappeal. Das höre ich auch immer von Shen, dass ich unglaublich viel Sexappeal habe. Gut, jetzt könnte man sagen, sie ist deine Freundin, sie ist voreingenommen. Das stimmt. Aber trotzdem hat sie recht, irgendwie. So. Keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Das sieht gut aus. Kammertüren öffnen. Okay, also war ich hier offenbar schon mal richtig. Das war dann Zufall. I don't like that. I don't like that very much. I don't like that. Whoa! Wo ist es denn? Ach, da. I don't like that very much. No, no, I don't like that. War da gerade Alma? I don't like that. I don't like that very much. Okay, er speichert wieder. I don't like you. No, no, I don't like you. Alter, wie krank ist das, das Spiel?
Ja, chill mal ruhig mit dem Kopf in der Wand. Nimm mich so ein bisschen an Payday. Aber in Payday bleiben die dann zwischen den Ebenen hängen. So wie er jetzt. Das war von meinem Screenshot. So. Okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei diesen unglaublich verwirrenden Bildern hier. Die gefallen mir. Bis dahin.